Hallo ihr Lieben, Sakko Fuxi ist wieder hier mit einem, ja, ich sag mal klein bis großen Special Video. Ich habe mir nämlich spontan gedacht, dass ich euch mal meine Manga-Sammlung zeige, weil ich mir so gedacht habe, es gibt bestimmt einige, die das interessiert. Und ja, ich würde sagen, ich fange dann einfach mal mit dem an, was ich aus meinem ersten Regal von insgesamt momentan dreien, mehr Platz habe ich zurzeit momentan nicht, gesammelt habe. Also das Video wird, ja, das Special wird definitiv ein Mehrteiler werden, weil ich wirklich mir vorgenommen habe, euch alle meine Mangas zu zeigen. Ja, also nicht wundern, wenn wegen der Qualität oder dem Ton, falls ich irgendwie zu leise sein sollte oder sonstiges. Aber meine Kamera ist nicht die beste, aber ich habe irgendwann vor, mir mal eine neue zu besorgen, also eine bessere. Und ja, ich würde sagen, ich fange dann einfach mal an. Da haben wir als erstes Mermaid Melody Peachy Peachy Peach. Mit diesem Manga hat es 2005 begonnen. Ich kann nicht mehr sprechen. Meine Manga-Sammlung. Ich habe damals den Anime dazu gesehen, also es war auch mein erster originalsprachiger Anime, also original japanischsprachiger Anime, den ich damals gesehen habe. Und dann habe ich damals bei uns in der Stadt den Comic, den besten, für mich persönlich den besten Comicladen hier entdeckt. Und da habe ich dann den Manga dazu gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, es gibt dazu einen Manga, ich muss den haben. Und damit hat es halt angefangen. Also Mermaid Melody ist recht kitschig, das sieht man wahrscheinlich schon im Zeichenstil. Und irgendwie ist da eine Karte, da habe ich noch mal angefangen, das zu lesen. Ich weiß es nicht, es könnte sein. Siehste, ich weiß schon gar nichts mehr hier. So mein paar Bilder. Ich werde das jetzt aber auch nicht mit jedem Manga machen. Ich werde auch nicht zu jedem Manga jetzt großartig die Story erklären oder so, weil das einfach zu lange dauert, weil sonst wird das irgendwie noch viel länger. Ja, Mermaid Melody ist mit 7 Bänden abgeschlossen. Ich habe mir jetzt nicht unbedingt, ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, jeden einzelnen Band von jedem Manga irgendwie hier zu präsentieren. Was ist sonst einfach, das dauert zu lange. Und ist, ja, so viel zu Mermaid Melody. Der Anfang. Ich liebe diesen Manga immer noch. Dann haben wir Kamikaze Kaito-chan, der Manga zum beliebten Anime von Arena Tanoura natürlich. Muss zugeben, ich bin selbst ja nicht mehr so großer Arena-Fan. Aber ja, ich habe auch ehrlich gesagt noch gar nicht alle Mangas von ihr, die es so gibt. Und das war John. Dann haben wir Full Moon Busagashi. Fand ich definitiv besser als den. Also den Manga fand ich definitiv irgendwie besser als den Anime, weil der Anime hat mich irgendwie. Ich weiß nicht, der hatte so ein komisches Ende. Keine Ahnung. Auch von Arena Tanoura? Arena Tanoura? Da oben, Arena. Dann haben wir Digicharge von Kakudonbo, eine meiner Lieblings Mangakas, weil sie einfach so einen süßen Stil hat. Also eigentlich ist Digicharge nicht direkt nur von Kokedonbo, sondern es ist eher so eine Sammlung von mehreren Zeichnern. Und ich, ja, das wird es auch, glaube ich, kaum noch irgendwo großartig im Handel geben. Man sieht es hier ja schon. Verschiedene Stile. So. Dann haben wir Tokyo Mew Mew. Auch ein recht kitschiger Anime. Oh, kitschiger Anime, kitschiger Manga. Ja, was muss man da zu groß sagen? Ich mochte ihn. Das ist der Anfang mit 7 Bänden und dann gibt es noch eine Fortsetzung mit 2 Bänden. Das wäre dann. Moment. Tokyo Mew Mew Ala Mode. Mit und dem neuen Charakter Barry. Sind 2 Bände. Dann haben wir
Tiny Snow Fairy Sugar, auch mal wieder was von Kokodaimo. Ein Dreiteiler. Hier sind Band 2 und 3. Auch etwas, was eher, glaube ich, selten geworden ist. Kamichama Karin. Wieder mal Kokodombo. Man sieht, ich bin Kokodombo-Fan. Sehr süßer Zeichenstil. Oh, ich liebe diesen Zeichenstil. Er ist so süß. Dann, was haben wir denn hier noch Schönes? Heck, Legend of Twilight hat 3 Bände. Band 2. Und Band 3. Man sieht gleich irgendwie, Band 3 ist irgendwie der fetteste von allen. Also im Vergleich zu dem hier sind das schon fast irgendwie 3 Bände. Dann haben wir. Fällt erstmal um hier. Ein Einzelband. Ion. Ion, wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Auch von Arena. Schon sehr alt. Ich weiß gar nicht genau, von wann der ist. Ich glaube 1998 oder so. Sieht man das an dem Stil? Der hat sich ja so ein bisschen gewandelt so in der Zeit. Dann haben wir Time Stranger Kyoko. Auch von Arena Tanemura. Der Tanemura-Fan hier. Band 2 und Band 3. Also da das nur 3 Bände sind, dachte ich, ich zeig euch die mal alle. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Einzelband vom Zeichner von One Piece. Wanted. Ja, habe ich mir einfach mal damals spontan gekauft. Ist ganz nett. Ist ja so gesehen, Wanted ist ja so gesehen irgendwie so eine Art, wie war das noch, so eine Vorgeschichte kann man sagen. Also das, was der Zeichner entworfen hat, bevor überhaupt so richtig die Story von One Piece entstanden ist. Ein Klassiker, Lafina, Ken Akamatsu. Habe ich alle 14 Bände von, ist abgeschlossen. Ja, sehr lustig. Fällt hier alles um hier. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, noch was von Kokodombo. Peter Ten. Auch ein sehr süßer Manga. Den gibt es aber auch noch irgendwie kaum großartig irgendwo zu kaufen. Warum auch immer. Es wird irgendwie alles selten. Dann mal was Neueres von Arena. Auch ein Einzelband. Mistress Fortune. Fortune? Fortune? Ja, ich glaube, es heißt Fortune. Ja, was soll ich dazu sagen? Er ist ganz okay. Man kann ihn sich. Ja, was heißt ganz okay? Er ist nicht der große Oberburner, aber es ist nur ein Einzelband, also eigentlich ist es. Ich mag es. Dann habe ich was ganz cooles, Rosen Maiden. Aber leider habe ich Rosen Maiden noch nicht abgeschlossen. Das Problem stellt der sechste Band dar. Und den kriege ich momentan nicht. Also es hat insgesamt 8. Wobei der achte, den kann man gar nicht richtig als Teil zählen irgendwie. Ja, Rosen Maiden. Sehr cool. Und ich würde sagen, ich mache an diesem. Ja, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut und es geht dann beim nächsten Mal weiter. Also Leute, bis dann!